So, hallöchen Freunde und willkommen zurück. Boah, The Legend of Zelda Oracle of Ages. Was machen wir jetzt? Ja, ich bin jetzt den ganzen Weg nochmal hierher gelaufen zu dem Boss und hab mir jetzt hier auch bei der Fee wieder die 5 Leben abge... Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ich habe mir da auf jeden Fall jetzt die 5 Leben bei der Feder geholt, ne? Die immer hier in einem der Gefäße drin hockt, ne? Und jetzt würde ich sagen, jetzt probieren wir den Gegner nochmal, weil letztens hatte ich ja dann irgendwie keine Lust mehr so, ne? Konnte man ja vielleicht verstehen. Und, ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach ja, und jetzt habe ich nochmal mit dem Kumpel ein bisschen darüber geredet, wie man denn genau da an den Boss rangehen soll, weil ich habe das gar nicht so verstanden und außerdem können wir hier auch mal die Bomben ausrüsten, ne? So, nee, und zwar meinte der, dass man doch die Bombe immer an dem Moment reinwerfen soll, wo sein Gesicht rot ist. Und das werden wir jetzt einfach probieren und wenn es nicht funktioniert, dann haben wir halt die Arschkarte, ne? Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Hallo! Wieder diese coole Musik. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob man die auch von da reinwerfen kann und das funktioniert wirklich. Und ich glaube aber, das war ein bisschen nicht richtig, oder? War es richtig? Nein, war nicht richtig. Er meinte auch immer, je nachdem, was man getroffen hat, diese Farbe kommt dann hier halt. Und ja, wie man getroffen hat, dann entsteht dann wieder das rote Gesicht und dann wirft er dir auch, wenn du mal Glück hast, was runter, ne? Oder? Auch nicht. So, also nach dem lilanen Gesicht müssen wir die Bombe reinwerfen. Okay, das war das Falsche jetzt und jetzt. Und ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu weit schon, war? Das war jetzt schon grünes Gesicht oder so, aber egal, lass uns einfach mal gucken, Ich glaube, das war aber grünes Gesicht. Ja, genau, grünes Gesicht. Das war mir aber auch schon klar. Okay, probieren wir es einfach nochmal. Dann werfen wir mal im blauen Gesicht, rennen wir dann schon los, ne? Das ist ja gar kein Problem. Und jetzt müsste ins grüne Gesicht schon wieder reingeworfen. Ins grüne Gesicht schon wieder reingeworfen. Naja, okay. Wir haben ja Zeit, ne? Das ist ja nicht so, als wenn wir keine Zeit hätten. Wir haben ja genug Zeit dafür, ne? Gut, hier schieß nochmal dein Feuer ab. Und warte mal, wenn da jetzt blau... Okay. Also ich versuch's mal aufs blaue Gesicht. Und jetzt haben wir das lilane wieder getroffen, oder? Aber das ist so schwierig, das rote Gesicht zu treffen. Wie soll ich das denn machen, meine Freunde? Das ist schwierig. Ja, das lilane Gesicht haben wir getroffen. Ja. Okay. So, blau. Ja, ich probiere es nochmal aufs blaue Gesicht. Und da war die Bombe leider daneben. Das können wir aber gleich nochmal probieren. Das ist ja kein Problem. Und da haben wir jetzt... Willst du mich verarschen eigentlich? So, schieße mal hier dein Feuer und los geht's. Da war es jetzt perfekt ins Rote. Wenn das jetzt nicht rot war, meine Freunde, dann scheiß mir auf meinen Bauch. Nein, mach ich nicht. Aber war ja eh rot. Okay, gut, dann können wir uns hier gleich noch ein Herz abholen. Und dann machen wir das einfach so weiter wie jetzt, ne? Also hier blaues Gesicht treffen. Also blau, da fangen wir denn an. Und dann können wir uns hier auch noch die Bombe holen. Wir haben ja eh nur noch 3. Das ist gar nicht mal so schlecht, wenn wir hier ein paar neue Bomben bekommen. Und hör auf. Jetzt beim blauen Gesicht und jetzt geht's los. Und da war die Bombe. Wieso geht die manchmal rein und wieso nicht? Das verstehe ich nicht ganz. Aber egal. Okay, blaues Gesicht, da war's und jetzt. Zack, jetzt war die drinne und was haben wir für ein Gesicht? Man weiß es nicht. Es ist das... Grüne leider. Wieso denn das Grüne? Mein Gott. Okay, probieren wir es einfach nochmal. Blau. Da ist das blaue Gesicht und das war viel zu früh, Oder? Kommt's hin? Nein. Naja, ich habe da noch nicht so die ganz die perfekte Technik raus. Manchmal werfe ich zu früh, manchmal landet die Bombe perfekt drinne. So, jetzt war es grün. Also werden wir einfach versuchen, bei Lila reinzuwerfen. Dann scheint es ja mit der Wurftechnik am besten zu funktionieren. Ja. Okay. Könntest mir auch gerne nochmal ein paar Bomben rauswerfen. Ich bräuchte mal wieder ein paar. Und wir wollten jetzt aufs lilane Gesicht reinwerfen. Genau, so war das geplant. Und da waren wieder grün. Okay, dann machen wir wieder ein Gesicht vor. Das war das blaue Gesicht. Oh, mein Gott. Das wird noch lange dauern, meine Freunde. Ich sag's euch, das wird noch lange dauern. An den werde ich mir echt die Zähne ausbeißen. Der hat's wirklich raussteckt hinter den Ohren, meine Freunde. Das könnt ihr mir glauben. Gut. Und zwar beim blauen laufen wir dann los von hier. Zack, das war jetzt rot. Das war jetzt rot, mein Freundchen. Da hast du wieder eine Ladung abbekommen. Ich glaube, man muss den Gegner irgendwie 3 bis 4 Mal treffen oder so, glaube ich. Oder...
Also meinte er jetzt auf jeden Fall. Und da haben wir ein Herzchen. Brauchen wir zwar nicht unbedingt, können wir aber trotzdem einsammeln. Ich warte jetzt einfach mal auf eine Bombe. Und jetzt geht das Gesicht auch viel schneller schon drum. Zack, das war leider nicht perfekt. Ich glaube, das war lila oder so, aber naja, wir werden es ja eh gleich sehen. Wir werden es ja eh gleich sehen, meine Freunde, ne? So sieht es ja nämlich aus. So sieht es ja nämlich aus. Zack, und es war leider lila. Okay, dann werde ich einfach mal probieren, hier gleich am Anfang eins reinzuwerfen. Und das war rot, das war rot. Das war rot, das war rot. Das habe ich gesehen, dass das rot war. Wenn das jetzt nicht rot war, leck mich am Arsch. Das war rot. Super Sache, gut. Können wir uns auch gleich noch mein Herz wegnehmen. Jetzt müssen wir, glaube ich, nur noch einmal treffen, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall tickt er jetzt völlig aus und ich werfe jetzt die Bombe nur noch blind rein. In der Hoffnung, dass ich irgendwann mal rot treffe. Viel Mühe mache ich mir da jetzt nicht mehr. Aber möglicherweise haben wir rot getroffen. Nein, wir haben grün getroffen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, denn nämlich schießt er wieder sein Feuer weg. Und rot. 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 Oh Gott. Das war blau, das war leider blau, das war leider blau. Und ich weiß gar nicht, was bei blau jetzt passiert. Kommen da jetzt diese Kügelchen? Ich habe Angst bei blau. Weil diese Kügelchen, die haben mich echt aufgeregt. Ja, nee, leck mich. Okay, bis hier kommen die... Na, oh nein. Nein. Gott. Nur noch ein... Ja, was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Aber ich mache jetzt hier keinen Schnitt. Ich laufe da jetzt nochmal gemeinsam mit euch zu dem Gegner hin. Das können mich mal am Arsch lecken, ey. Scheiß Drecksgegner, der kann mir mal gestohlen bleiben, kann der. Ganz einfache Sache. Was will der denn hier? Der nichts verloren in dem Spiel. Und hier diese Fledermäuse, ne? Die haben mich auch schon wieder aufgeregt. Hier, fick dich. Du auch hier. Weg mit dir und du auch noch. Super, okay. Das ging wenigstens mal relativ leicht vonstatten. Ups, darüber. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich den Gegner jetzt schaffen muss. Er kann mich mal, ne? Also wirklich, ey. Fühlt sich auch so cool, so, yeah, ich bin der stärkste überhaupt hier in dem Spiel. Und wenn da jetzt noch stärkere Gegner im weiteren Verlauf des Spiels auf mich warten, oder fiesere Gegner, sage ich mal so, unglaublich stark ist er ja nicht. Man muss einfach nur im richtigen Moment treffen, dann sehe ich schwarz, ja, dann sehe ich wirklich schwarz, meine Freunde. Dann sehe ich hier wirklich schwarz für dieses Let's Play. Also nicht im Sinne, dass ich das dann einfach abbreche oder so, sondern wirklich schwarz von der Länge her und von dem Ansehnlichkeitsgrad des Let's Plays. Ach ja, und ich habe rausgefunden, dass wir das Kraftarmband benutzen. Ja, wirklich. Oh, das wussten wir vorher noch gar nicht. Egal. Schieben, 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 schieben. Und drüber springen. Und schieben, schieben, schieben. Und nicht rüberspringen. Falsch Taste gedrückt. Okay, dann springen wir hier rüber. Yeah! Okay. Okay, daran muss ich mich noch gewöhnen. Daran muss ich mich nicht gewöhnen. Schrägsprung. Yeah, Schrägsprung. Okay. Yeah, Schrägsprung. Okay. Super Sache, hat funktioniert. Gut, zack. Und jetzt hier durch. Und jetzt nochmal schnell das Schwertchen ausgerüstet, damit wir da beim Endgegner... Ne, Moment mal. Ich sollte mir vielleicht die Bombe ausrüsten. Das wäre vielleicht sinnvoller. Okay. Aber zuerst mal brauche ich das Kraftarmbändchen, ne? Damit ich mir da nochmal schön die... Leck mich! Mein Gott, ey. Immer dieses hässliche mit den Gegnern folgen Klatsche hier. Fangen wir doch mal hier an. Und da haben wir auch gleich noch die Fee, die... Hallo... Komm her, komm her. Nein. Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Ist das euer einfach die Fee weg, ihr Idioten! Super Sache, super Sache, okay. Bombe. Ich werde mich nochmal auf die Suche nach Herzen machen. Ganz ehrlich, ich gehe da nicht so rein. Habe ich keinen Bock drauf. Ja. Ja, super Sache, ey. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Das Spiel ist lustig. Das macht mir wirklich voll viel Spaß, das Spiel zu spielen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich hab jetzt gerade erstmal wieder eine neue Aufnahme angefangen und habe schon keinen Bock mehr auf das Spiel, ey. Das ist einfach nur, macht einfach nur aggressiv. Ganz einfache Sache. Und das ist nicht gut, wenn das Spiel aggressiv macht. Ja, ja. Könnte ich genauso gut Call of Duty spielen. Und dann die CD zerbrechen. Ja, sowas kommt mir nicht ins Haus.
Okay, meine Freunde, ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal außerhalb der Aufnahme zum Bosskampf oder kurz vor dem Bosskampf und dann sehen wir uns da gleich wieder. Weil ich denke nicht, dass ihr das jetzt nochmal sehen wollt, wie ich da durch den ganzen Weg laufe, ne? Also sehen wir uns gleich wieder. Ciao.